Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Ja, wir haben in der letzten Folge lustig, in der ersten Folge direkt mal Diamanten gefunden, was extrem weird ist. Und wir sind hier gerade im Untergrund noch, haben hier runtergebuddelt und sind auf eine Höhle gestoßen. Doch jetzt will ich die Oberseite erforschen. Beziehungsweise müssen wir eigentlich uns um Essen kümmern. Wo kommt dieses wirre Geräusch da und her? Wo ist diese Dreckspinne eigentlich? Hey, da sind Pferdchen, geil. Niese. Komm, ich auch wahrscheinlich wieder weg. Ah, da bist du Dreckteil an Spinne. Monsterjäger. Bist du? Hä? Barley. Das nehmen wir mal mit. Vielleicht sollten wir uns heute mal drum kümmern in der Art. Oh, warte mal, da gibt's Eisen. Stopp, da gibt's Eisen. Damit wir unseren Bohrer vielleicht in der Zukunft direkt mal bauen können. Gar nicht so doof. Gibt's da mehr drin, außer... Also ich habe irgendwie so die Vermutung, dass das solche Nodes sind, wo du Rohstoffe findest. Also neben den ganzen Steinen, den man eh schon so findet... Was soll ich? What ist da drin, bitte? Das ist ja ein Eisenschatz. Gibt es diesen, müssen wir gleich mal nachschauen, ob es das gibt hier. Wie gesagt, ich habe halt null Plan, was alles in dem Pack drin ist. Was es ein bisschen schwieriger macht. Ich muss mir gerade echt das Gehen unterdrücken. genau den Plan zu haben, wie man das jetzt macht. Weil ich hätte da so eine Sache im Kopf und ich weiß nicht, ob es das gibt. Aber ich würde sagen, es ist ein neuer Tag. Bedeutet, wir bewegen. Piep. Dieser Anrufer ist nicht erreichbar. Wir gehen jetzt erstmal zum Gehütte zurück und versuchen dort irgendwie was auf die Beine zu stellen. Wenn ich noch versuche, hier irgendwie ein paar Sachen aufzuklappen. Boah, wir sind schon voll. Das ist jetzt aber in dem Fall nicht gut. Das ist nicht so gut. Oh, wir haben eine Erdbeere. Komm, wir tun diese komischen Bumblebears da weg. Die waren ja eh diese grausamen Viecher, ne? Ich hab gleich schon wieder... Wo laufe ich eigentlich mal? Was? Was ist das denn da vorne? Und so eine andere Frage. Wo waren... Da vorne waren wir, oder? Da ist ein schwarzes Pferd. Ein schwarzes Pferd. Das ist Kohle. Und noch mehr Eisen. Alter, heute ist Glückstag eh hier. Das gibt's doch gar nicht. Noch mehr. Bedeutet, wir können uns den Miner eigentlich fast schon direkt bauen, ne? Also so rein aus der Logik her, ne? Nietzsche. So taugt mir das Spiel auch gleich wieder, ne? Nehmen wir mit. Aber das kann jetzt nichts Gutes heißen. Artischocke mag ich eh nicht. Stein lassen wir da. Und rein theoretisch müssten wir dich noch mitnehmen, ne? Bedeutet, wir lassen mal den Marble da. So, okay. Ab zu unserer Hütte. Beziehungsweise eigentlich nur die eiskalt übernommene Hütte, die irgendjemand mal gehört hat, aber jetzt uns. Autsch. Dann können wir auch dezent mal vielleicht irgendwie einen Plan entwickeln. Und so einen großen Holzverrat hat keiner in der Nähe. What the fuck bist du? Ein Schock. Ich bleib mal lieber auf... Du hast mich nicht gesehen, nein. Bist ganz, ganz lieber grüne, gelber Vogel. Moment, was ist das denn? Namens. Oh, ist der süß. Ich baue ein Hamstergehege. Alter, was geht hier ab? Also neben dem, dass es hier 3000 komische Schweinchen gibt, die sich alles auf Yorkshire irgendwas Schweinchen taufen. Gibt's Hamster. Wir haben den Sinn des Spiels verloren. So, okay.
Nur eine Frage, wie bauen wir das jetzt ganz, ganz easy und schnell wieder auf? Warte mal, ich habe ganz viel Cobblestone. Das macht den Beginn schon mal relativ einfach. Wir tun einfach mal die Grundmauern setzen. So. Das stimmt nicht. Warte mal, dich tauschen wir aus. Und dich nehmen wir hier weg. Und dich tun wir erst recht hier weg, weil sonst kriege ich jedes Mal einen Anfall, wenn ich hier rumhüpfe. So, und hier kommt nochmal ein Cobblestone rein. So was? Ich will jetzt erstmal nur den ersten Stock eigentlich fertig haben, dann reicht mir das schon. Bedeutet, wir brauchen ein bisschen Holz noch. Dafür könnten wir aber rein theoretisch hier schon mal die Werkbank und den Ofen aufstellen, den ich am liebsten... Fürs erste Mal hier aufstelle, indem wir hier... hier das hinstellen, dann brauchen wir noch hier einen Bruchstein. Da kommt das einfach schon mal hier unten rein. Das Eisenerz kann auch gebrannt werden. Da hätten wir noch ein bisschen Eisenholz. Eichenholz. So, und jetzt hat einfach mal schnell hier noch ein bisschen zu rechts cutten das Ganze. Ein bisschen sauber machen, ne? Muss ja auch sein. So, und jetzt hat hier der Länge lang natürlich. So. Ja. Darüber muss ich erstmal kommen. Oh, das ging aber besser als gedacht. So. Du gehst nicht auch da nicht rein. So, und dann haben wir hier irgendwo noch Eichenholz. Ja, wir haben Eichenholz. Aber ich bin nicht mehr auf dem Dach. Das war eventuell nicht die schlauste Idee. Also machen wir erstmal die Hütte sauer. Komm. Das kann doch nicht so lange. Habe ich jetzt eh nicht den Rest des Hauses abgerissen. So, okay, dann nehmen wir nochmal schnell irgendeinen Baum hier. Damit wir auf jeden Fall genug Holz haben fürs Erste. Genug Holz für die Hütte. Und dann machen wir uns vielleicht komplett Eisentools einfach mal. Jetzt habe ich wieder nicht geschaut. Bitte haut mich, wenn ich dauernd irgendwas vergesse. Ey, das gibt's doch gar nicht. Mir ist gerade eben eingefallen, dass wir eigentlich schauen wollten, ob es diesen Vermultiplizierer, diesen Grinder gibt. Ich weiß nicht mehr, von welchem Mod der war. So, jetzt tun wir den Rest einfach so umwandeln und einfach zubauen. Wahrscheinlich haben wir nicht wenigstens einen Stock, der ist schon mal fertig. Und um den Rest kann man sich ja notfalls auch später kümmern. Jetzt einmal hier drin schon auskleiden, frisch. Alle Löcher stopfen mit schönen Materialien. So. Wir haben sogar ein Fenster drin. Da, das Loch muss weg. Das passt gar nicht. So. Und dann machen wir jetzt noch schnell, wir haben genug Eisen schon wieder. Machen wir schnell eine Eisenhacke. Weil das uns um einiges verschnellern wird im Bereich Holzabbau, den wir jetzt noch ganz schnell betreiben werden. Solange es noch hell ist. Ich hoffe mal, dass das noch eine Zeit hell bleibt. Aber dann kriegen wir halt dieses Holz viel schneller ran. Ne? Und Holz ist vielleicht doch eventuell am Anfang von Minecraft immer eine ganz essentielle Sache. Ist in Stil. Huch, noch ein bisschen mehr Holz. Und da das heute. Das Häuschen, ja. Viel aus Eiche besteht, sammeln wir mal hier die Eiche außenrum auch direkt ein. Zack. Ob es mal wieder Eisenkisten gibt? Können wir eigentlich rein theoretisch? Nein. Oh, guck mal. Dankeschön. Und ich habe irgendein. What? Wer hat hier wo gekichert? Ich tue mal hier gleich ein bisschen aufräumen. So, da gibt es nämlich noch einen Apfel. Tun wir mal die weg, die braucht doch keinen Schwein. Diese scheiß Dinger, die habe ich doch eh in Tonnen. Super machen. Und schon haben wir unsere Hütte.
Ja, vielleicht noch mal ein paar Lampen aufhängen. So. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Und weil es mich jetzt einfach interessiert, gibt's die? Ja, sie gibt's. Wir übertreiben jetzt einfach mal von direkt vom Anfang an. Also Kiste. Rein mit dem Shit, den wir nicht mehr brauchen. Oder den wir aktuell noch nicht gebrauchen können. Und unser ganzes Futter können wir auch mal reinhauen. Die hauen wir auch mal rein. Die ganzen Rohstoffe, die alte Axt. Die Setzlinge. Dich. Euch behalten wir mal. Die Bücher können wir weglegen. So. Das schaut doch relativ sortiert aus. Da, Alter, wie viel Eisen wir jetzt schon wieder haben. Ich finde super, dass wir schon Fenster haben. Aber ging noch relativ flott. Ey, ich bin. Ich muss aufwachen. Kann mich jemand aus meinem Traum wecken? Ich liege im dritten Stock. So. Wir müssen ja trotzdem noch einen Generator bauen, ne? Ach du Scheiße, ja. Irgendwie müssen wir ja Strom hinkriegen. Irgendwie brauchen wir Strom. Schauen wir nochmal schnell in Buildcraft rein, weil Buildcraft hat ja auch ganz interessante Generatoren normalerweise. Hier einen Redstone. Wir haben keinen Redstone, aber es wäre relativ einfach zu machen. Mit Glas? Okay, der muss mit Glas gemacht werden. Und, oh ja. Da kommt schon wieder Spaß rein. Wir haben noch nicht mal das davor. Also, achso, das ist der nächste schon. Das ist ein Stirling. Der wird mit Energie betrieben. Die Frage ist nicht, ob wir einfach darauf sparen, auf einen nicht keinen Zonenplaner, sondern wieder auf einen Quarry, also auf einen, ja, auf einen Quarry. Das Problem ist halt, das da wird das Problem. Aber wir haben jetzt schon tonnenweise Eisen. Alter, wo kommt das ganze Dreckseisen her, ey? Okay, schauen wir uns aber einmal schnell durch unsere Liste durch, die wir haben. Betten. Betten wären eventuell gar nicht mal so doof in der Überlegung. Viele Eier. Oh, Bibiocraft. Nice. Und Backpacks. Applied Energistics 2 ist doch klar, dass das dabei ist. Botania, ja, das wird super, weil ich habe absolut keinen Plan von diesem Mod. Chisel, ja. Chisel liebe ich. Allein schon wegen der Menge hier. Überforderung. Spaltklinge. Was ist das denn? Ach, das ist wieder Ender-IO. Okay. Ender-IO wird, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Vor allem, weil es davon sehr viel gibt. Sun Crystal. Was? Okay, das ist dieser automatische Enchanter. Der elektrische Enchanter, meine ich. Stahlbarren. Nehme ich nochmal ein Eisen. Also ein Generator, warte mal, wo war denn der? Thermal Generator. Nee, dafür brauche ich Lava. Ich brauche einen ganz normalen Generator. Wo war denn der jetzt wieder? Generator. Braucht ein Iron Furnace. Zum Beispiel, also ein Eisenofen. Stahl. Und eine RE-Batterie. Ja, das kann ja mal was werden hier. Mal, gab es hier nicht die Bomben auch bei Industrial Craft? Jo, die Nuke. Zu der es aber keine Anleitung gibt irgendwie.
Wieso gibt's denn zudem wieder keine Anleitung? Ich will die Atombombe bauen später. Steam Reactor, oh Gott, ich sehe schon, das ist der Atomreaktor. Der kann nicht gut enden, dafür muss ich mir jetzt noch eine Anleitung durchlesen. So, wir haben 34 Eisen. Ich könnte eigentlich, ja, ich könnte mir noch eine Eisenschaufel machen, rein theoretisch, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Gar nicht mal so doof. Was soll ich denn mit dem Firestarter bitte, hä? So. Kannst du auch wieder da rein? Also Überforderung ist in diesem Modpack gesichert. Oder so. Ich habe jetzt schon wieder, wie viele Seiten haben wir? 32 Seiten. Red Alloy. Red Alloy. What? Okay. Kann es bitte Tag werden? Ich mag keine Creeper. Okay, was brauchen wir als nächstes? Vielleicht was zu essen. Aber wir haben noch eine Karotte. Warte mal, wir haben auch eine Erdbeere. Wie viel bringt eine scheiß Erdbeere? Bringt sie Abwechslung was? Ich weiß es gar nicht. Ich esse jetzt einfach mal schnell das zweite Fleisch nochmal durch. Ah, so, passt doch. Okay. Ja. Scheint immer noch Nacht zu sein. Und ein Creeper steht vor unserer Haustür. Das ist mal super. Aber Leute, ich würde sagen, ich sitze die Nacht aus und wir sehen uns am nächsten Tag und in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.